So. Essensbestellung ist aufgegeben. Jetzt kann es weitergehen. So zwischen, ja, 19 und 20 Uhr wird es dann auf jeden Fall mit Herr der Ringe online wieder weitergehen. Oh Gott, mein Stuhl steht nicht richtig jetzt. Und solange vergnügen wir uns doch mit Geralt. Muss ich nur einmal kurz mein Handy anstecken, sonst weiß ich wahrscheinlich nicht, wann es losgeht. Ich kämpfe mich nochmal durch deine Steam-Wunschliste durch. Oh! Viel Erfolg und Nerven! Das, nee, nicht mehr. Ich habe mehr Lust, meine eigene Wunschliste durchzugehen. Ein Drittel habe ich schon durch. Respekt! Respekt, mehr als ich geschafft hätte. Ja, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe einfach zu viele Interessen. Was Spiele angeht. Gut, was Bücher angeht, ist es ungefähr genauso. Bei Filmen ist es ja nicht ganz so groß. Das kann ich dann besser unterscheiden. So, Kloaken. Die erste. Oder, nee, die zweite, wir waren ja schon mal in den Kloaken. Ich hoffe, dass wir jetzt den richtigen Ein- bzw. Ausgang genommen haben. Da wartet schon was auf uns. Da hinten müssten wir ungefähr hin. So, ihr Ertrunkenen, ja, macht mir mittlerweile gar nichts mehr aus. Gut. Also, wir müssten dann nach links. Bei einigen Games frage ich mich, wie und wo findet man sowas? Für andere würde ich mich schämen. Ja, durchaus möglich. Also wie gesagt, ich bin eigentlich immer nur diese Wunschliste, also diese Spiele, die einen interessieren könnten, bei Steam durchgegangen. Da werden einem ja immer 11 Stück vorgeschlagen. Und bei mir war es dann ungefähr so, okay, interessiert mich, sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus, finde ich nicht so gut, finde ich nicht so gut. Ja. Also eigentlich immer nur geguckt, ah, okay. Wäre das was für mich oder nicht? Und dann einfach blind auf die Liste gepackt. Und auch ohne System und Verstand. Vielleicht. So, Tachchen. Noch mehr Ertrunkener. Das ist einmal hier in die Richtung, ne? Ja. Aber da kommen wir da überhaupt drüber? Ich glaube nicht, oder? Ach, warte mal. Doch, kommen wir. Verschwindet. Was befindet sich hinter dem Gitter? Das geht euch nichts an, verzieht euch. Wieso seid ihr in den Kloaken? Wir sind Rattenfänger. Und jetzt verpisst euch! Das ist ein Privatgrundstück. Habt ihr... Verschwindet! Angus meinte, ich könnte hier ein bisschen Fistech abgreifen. Seit wann hat er denn Freunde wie euch? Nennt mir das Passwort, sonst schnüren wir euch die Eier zu einem serikanischen Knoten zusammen. Okay. Salamandra. Ich werde euch helfen zu lügen. Das ist ein Privatgrundstück. Okay, das war wohl falsch. Warte, ist das hier vielleicht besser? Ja.
Ich sag mal, kannst du dich jetzt entscheiden, ob du hoch oder runter willst? Tod! Ich kann dich auch von hier oben aus töten. Ich hab kein Problem mit. So. Jetzt aber. Okay, der hat auch nur einen Schlüssel. Salamandra-Versteck. Schau an, wen haben wir denn da? Hexer Geralt. Angus schickt mich. Wen wollt ihr hier verarschen, Hexer? Ihr seid in eine Löwengrube geraten, Wölfchen. Wölfchen? Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Also, das verbiete ich mir doch, dass man mich Wölfchen nennt. Also rein theoretisch müsste er schon lange tot sein. So, ich kann, an dieses Versteck kann ich mich sogar noch erinnern. Ich weiß noch, dass ich damals hier arge Probleme hatte. Die ich heute aber nicht mehr haben sollte, weil ich bin jetzt schon besser in Form als damals. Unabhängig vom Schwierigkeitsgrad tatsächlich. Ich habe dieses Mal ein bisschen besser gelevelt. Skillpunkte verteilt. Whatever. Diesmal werde ich mir auch das gesamte Versteck hier angucken. Und gucken, dass ich so viele erledige, wie es so irgendwie möglich ist. Damit sich unsere Anzeige da Leute wieder füllen. Denn ich möchte je nach auch wieder ein paar Skillpunkte haben. Sag mal. Sterbt, Pisskopf! Ich werde euch töten. Glaube nicht. Ich glaube, dass wir den töten müssen, wenn wir auf den anderen Tag verschieben. Das glaube ich gerade mal nicht. Guck mal. Ich glaube, dass war vorerst. Erstmal der letzte. So. Das Deck brauche ich nicht. Ich glaube, die zu durchsuchen ist relativ denn los. Okay.
Oh, natürlich ist das Inventar voll. Vielleicht nehmen wir das einfach mal mit. Oh, so ein Brötchen können wir auch mal schnabulieren. Wir müssen auf jeden Fall in diese Richtung. Hier ist keiner drin. Sechs bis zwölf Schaden. Bis 13. Lassen wir mal dabei. Eigentlich die ganzen Waffen, die wir sonst noch so mit haben, brauchen wir eigentlich nicht, aber... Man weiß ja nie. Meine Chemiker. Also wir haben mittlerweile so viel Alkohol mit. Davon könnten wir eine ganze Armee ernähren. Meine Eier, ja. Betrinken. Betrug machen. So. So, dann kriegen auch alle schön was ab. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Ja, tu ich. Werde euch töten. Macht gerade mehr Sinn. Überreste. 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 Bitte. Mit euch kämpfe ich auch noch mal eine kurze Runde. Hör doch auf, dich nach hinten wegzuspringen hier. Gut, tschüss. Weg ist er. Da vorne steht noch einer. Ihr seid tot. Und da ist das drin, was wir wahrscheinlich haben wollen. Okay. Da hat aber auch nur 10 Dinger damit. Briefung geht er Beinheim. Sollte mit Jethro sprechen. Aber vorher. Unsere Lager im Sumpf arbeiten nicht effizient genug. Wir erhalten nicht genügend Kräuter und eine kontinuierliche Produktion von Fistex zu gewährleisten. Das muss sich schnellstens ändern. Es wäre am besten, wenn wir mehr Leute dort arbeiten ließen. Doch jetzt zu anderen Dingen. Okay. Aber damit haben wir das schon mal.
dann sehen wir uns jetzt hier hinten noch weiter um. Da hinten wird gekämpft. Ah, der... Die Leute hier sind angekommen. Von Rose, glaube ich. Stamm Rose. Ja, yeah, Gnadenstoß kennen wir ja bereits. Es ist halt nur so nervig, dass man wirklich konsequent diese Techniken umändern muss. Ihr seid tot! Ich bin nicht dagegen, mich zwischen zwei Schwertern da in den Tab zu wechseln. Aber das hier ist doch so ein bisschen lästig. Okay. Bin noch einmal auf diese Seite. Ich glaube nicht, dass die hier großartig überlebt haben. Nein. Der Kompagnon war natürlich nicht hinter mir. Da sollte doch einer sein. Gut. Natürlich auch nicht. So, in die Richtung waren wir auch noch nicht. Würde ich gerne auch nochmal hingucken. Aber außer einer Truhe... Mit mittelmäßigem Alkohol ist hier nichts. Ja, dann können wir jetzt wieder raus. Und uns weiter in den Kloaken umsehen. Die Stadtwache ist hier. Meine Füße schmerzen. Da ist eine Stadtwache. Gute Arbeit, Hexer. Ein paar Leute sind gestorben, aber darüber sehe ich hinweg. Notwehr. Gut gemacht. Ohne ihresgleichen ist die Gemeinde besser dran. Und jetzt wieder zum Geschäft. Wo versteckt sich der Hersteller des Fistech? Gellert ist dafür verantwortlich. Schön. Ich werde Beweise und Drogen sicherstellen. Ha! Ha! Tschü! Natürlich nur zum Wohle der Allgemeinheit. Natürlich. Kümmert ihr euch um Gellert? Ausgezeichneter Plan. Vielleicht sollte ich einfach alle töten, die mit dem Fistech-Handel zu tun haben. Oder ich informiere Vincent, dass ihr Waren beschlagnahmt. Was habt ihr für ein Problem? Ihr habt doch, was ihr wolltet. Das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt noch mit euch rede. Aber erteilt mir keine Befehle mehr. Ist das klar? Wie Kloßbrühe. Aber wir müssen uns noch um Gellert kümmern. Fistech, mach dein Gehirn weich. Ich erledige das. Macht euch bereit, Geralt. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe meine Tränke. Okay. Jetzt muss ich den Boss in der Zelle zum Schreck bauen. Okay. So. Zutaten werden geliefert. Das ist einmal nach da hinten jetzt hin. Komm ich da eigentlich hin? Ja.
komme ich. Was brauchten wir denn noch alles in den Kloaken? Das nicht. Ja, das war das. Wo ist das hin? Okay, das ist da tatsächlich hinten. Aber das machen wir noch nicht. Gehen wir jetzt halt wirklich erstmal hier hin. Jetzt wieder Schwertwechsel. Schwertwechsel. Hoffen wir, dass wir da überhaupt hinkommen. Weil für manche Sachen muss man auch in den Kloakenteil vom Handelsgürtel aus. Das könnte zum Beispiel bei Yevon der Fall sein, bei seiner Gruppe. Sicher bin ich mir da natürlich nicht. Okay. Er ist ertrunken, ne? So. Kloaken Seitenarm. Ah, da. Hallo, meine lieben Salamandra. Ihr wagt es, die Salamandra herauszufordern? Jo, tue ich. Denn ihr seid nur armselige kleiner Wesen. Ich muss pissen. Okay, das ist jetzt weniger schön. So. Okay. Google schaut, was das wie viel macht. Ja, weniger schön. Ich hab vergessen zu speichern. Kein Problem. Kriegen wir alles hin. So weit war der Weg hier Gott sei Dank nicht. Vielleicht schaffen wir es auch einfach durchzurennen. Wenn wir nicht da stehen bleiben würden. Jetzt kommt dann eine ganze Armee an. So. Speichern. Bitte einmal einen Schreiber nehmen.
sterben, fast. Wir mal gucken, ob wir sterben. Ich werde euch töten. Wo werde ich in der Falle? So, jetzt aber nicht mehr. Jetzt werden wir gucken. Hier. Das hätte ich lieber. Okay, hier ist abgeschlossen. Hier kommen wir also nicht durch. Da Macht gefunden. Durchführen. Können wir auch einmal speichern. Unsere letzte Katze. So, unbedingt wieder was herstellen. Vielleicht geht das hier, ja. Ja. Gut, und jetzt können wir nach der Sache mit Javan Ausschau halten. Hier, da kommen wir so nicht durch. Da müssen wir also wirklich wieder zurück den Weg. Aber okay. Das ist kein Problem. Wie gesagt, wir laufen hier jetzt einfach durch. Hat ja eben auch wunderbar geklappt. Wir hoffen einfach, dass wir da so schnell wie möglich hinkommen. Wäre noch schön, wenn wir noch so einen Level auf die kriegen würden. Oh. Jetzt kommen sie aber. So. Bleibt das Tür. Ja, darf ich? Hier nochmal, speichern wir hier. Das Gold nehmen wir mit. So. Und jetzt. Gang zum Kaufmannsviertel. Könnten wir aber hier bestimmt einmal kurz den Weg lang gehen. Oh, bitte lass das Tor da oben vorne nicht verschlossen sein. Ah! Natürlich. Also müssen wir doch den langen Weg drumherum gehen. Das ist einmal hier hinten lang. Wäre auch zu einfach, ne? Hallöle. Da wächst irgendeine Pflanze. Muss ich auf jeden Fall haben.
sofern wir sie mitnehmen können. Büschelkraut, okay, doch, Büschelkraut können wir mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, du Geralt, kämpfen. Ich glaube, manchmal ist Geralt schon so ein bisschen senil. Manchmal weiß er, glaube ich, gar nicht, wie das noch alles hier funktioniert. Ja, nee, ist klar. Stechen. Wer zum Teufel seid ihr? Kenne ich euch nicht aus dem Camp? Ihr habt mit Yevin gesprochen. Yevin schickt mich, nachzusehen, was euch zugestoßen ist. Ein Hexer. Ein Glück, dass ihr gekommen seid. Soll heißen? Wir sind hinter Artefakten der Elfen her. Wir gelangten in den Tempel, aber einmal dort verspürte ich eine schreckliche Kälte und hörte einen Schrei. Einer meiner Leute explodierte. Dann griff ein Ding einen weiteren meiner Gefährten an. Nur wir hier haben überlebt. Das Ding aus einer anderen Erschlagt Welt. Dieses Ding, was immer es sein mag. Ihr sollt großzügig dafür belohnt werden. Ich gebe mein Bestes. Ja, das versuchen wir. Ich gebe mir das allergrößte Mühe dafür. Ich muss mich aber wenigstens durch das noch ein. Okay, jetzt auch eine Leiche. Nehmen wir aber nur das Geld mit. Schreibe benutze ich dennoch mal. Und was ich einmal benutze ist... Ja, wenn ich es jetzt wieder finde. Halt ein Donner. Diese Würste. Oh. Danke. Danke. Und danke. Willst du nicht das Mikro küssen? Nicht? Liebe dich. Danke. Ah. Danke. Mit Essen erstmal wieder verwöhnt werden. So. Dann. Jetzt mal weiter. Während ich noch so ein bisschen am Mümmeln bin nebenbei. Ach du Grunde Neune, was ist das denn? Noch hat sie uns nicht gesehen. Weiter runter kommen wir auch nicht. Bruxa! Hier. Ich muss gerade erstmal überlegen. Okay, die kann mich auch betäuben. Die Bruxa ist dann ja so eine Art Vampir, glaube ich, wenn ich das vorhin richtig gelesen hatte. Hexer, ihr lebt noch? Diese Arbeit war viel mehr wert, als ihr euch vorstellen könnt. Yevin wird euren Preis zahlen. Interessant. Wir haben nichts gefunden. Lebt wohl und habt Dank.
Bruxa-Blut. Okay. Oh Gott, was kommt denn jetzt? Catmill, danke für eure Hilfe, Wolf. Meine Bezahlung? 300 Orens. Und vergesst, was ihr hier gesehen habt, Deune. Mhm.